Urs Schäppi, Swisscom hat Abos für Kunden im ersten Quartal klimaneutral gemacht. Aber was heisst das ganz konkret? Ja, Swisscom tut ja seit vielen Jahren den CO2-Ausstoß, den eigenen CO2-Ausstoß reduzieren. Was wir jetzt zusätzlich machen, ist, wir kompensieren CO2-Emissionen für das Aufladen vom Handy oder die Produktion von unseren Netzkomponenten. Und das machen wir für unsere Kunden gratis. Also Kunden, wo die Nachhaltigkeit wichtig ist, die sind bei uns gut aufgehoben. Und was ist euer Fazit generell zum ersten Quartal? Ja, ein starkes erstes Quartal. Ich bin zufrieden, da hat Swisscom eine gute Leistung gebracht. Der Umsatz ist ganz leicht zurück wegen diversen Effekten. Aber, und das ist das Positive, der Betriebsgewinn ist gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Und das ist eine starke Leistung. Und nebendran, was mich natürlich auch gefreut hat, einmal mehr haben wir gezeigt, dass wir Qualitätsanbieter sind. Wir haben die Netztesten gewonnen. Der Reingewinn ist verglichen mit dem ersten Quartal 2021 aber um 30% zurück. Warum das? Ja, das ist so. Wir haben letztes Jahr zwei Sondereffekte gehabt bei Beteiligungen. Die sind jetzt nicht mehr da. Wenn man aber 1:1 vergleicht, den Reingewinn, dann sieht man, dass der gestiegen ist gegenüber dem Vorjahr. Und das ist eine starke Leistung. Jetzt ist das letzte Quartalsresultat, das ihr als CEO von Swisscom präsentiert. Könnt ihr uns jetzt etwas sagen zu euren Plänen für nach Swisscom? Ja, ich werde sicher weiter unternehmerisch tätig sein, aber jetzt mache ich zuerst mal einen kleinen Break, ein kleines Sabbatical und dann mache ich dann weiter. Und was unternehmerisch tätig, könnt ihr uns da mehr sagen? Kann das sein, dass ihr plötzlich im Verwaltungsrat bei heutigen Mitbewerbern auftaucht? Nein, das mache ich sicher nicht. Ich werde weiter der Swisscom verbunden sein. Die Swisscom ist ein fantastisches Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass die auch in Zukunft erfolgreich sein wird.